Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 unter Griesbach Projekt hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn es geht weiter und zwar mit dem Kuhstall ausmisten. Ja, unser Misthaufen hier wächst und wächst und wächst, ihr seht es. Und die Kühe produzieren immer weiter Mist, aber ja, das müssen wir jetzt halt aus dem Stall mal rausholen wieder. Ja, und wenn dir das Ganze gefällt, dann würde ich mich natürlich auch sehr über ein Däumchen nach oben von dir freuen. Jetzt geht es hier auf jeden Fall erstmal wieder rein in den Stall und wir misten weiter aus. Ich weiß gar nicht, ob man den Mist auch irgendwie verkaufen kann. Ich glaube ja. Wobei, ganz so viel haben wir dann ja auch, glaube ich, noch nicht. Ne? Also, weiß nicht, wie viele Anhänger das vielleicht schon werden. Keine Ahnung. Aber ja, mal schauen. Erstmal karren wir das weiter raus. Gucken, wie sich das Ganze hier so, ja, wie das Ganze so wird mit dem ganzen Mist. Bin da echt gespannt. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Wir haben in der letzten Folge ja noch das letzte Feld auf die dritte Düngestufe gebracht. Das heißt, somit haben wir jetzt alle Felder auf jeden Fall am Start. Ja, somit warten wir jetzt im Endeffekt nur auf die Erntezeit, sodass wir halt auch endlich mal ernten können, ne? Sodass wir endlich ernten können. Oh, jetzt muss ich mal hier kurz so machen. Also, so ist schon okay. Perfekt, dann können wir weiterfahren. Rückwärts am besten, nicht vorwärts, sonst ist doof. Perfekt. Aber unsere Mistplatte hier, die ist schon gut gefüllt jetzt so langsam, ne? Ist schon gut gefüllt. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was, weil gleich müssen wir natürlich auch wieder einstreuen. Denn da ist auch nicht mehr so viel drin. Ja, aber allerdings nochmal schnell schauen bei den Kühen. Ah, wir haben sogar noch 11.000 Liter Milch. Milch? Oha, wir sollten vielleicht mal kurz die Milch wegbringen. Hier habe ich aber noch Wasser drin, ist das Problem. Ja. Das denn? Wo werde ich das denn los? Kann ich das hier noch reinpacken? Gucken. Hier geht noch wieder ein bisschen was. Hoffentlich alles. Das war's dann wohl. Ich glaube aber, ich kann das nicht einfach so auskippen, ne? Ich gehe da noch bei den Schafis was. Fürchte aber nicht so wirklich was. Das ist nämlich das Blöde, wenn ich den Wagen nämlich immer komplett voll mache. Mist. Ich glaube, so kann ich nicht das zurückpumpen. Kann das zurückpumpen? Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich stark, aber ich glaube fast nicht. Deckel öffnen. Und wenn ich hier ranfahre. Kann auch nicht hier auskippen, einfach machen. Kann man nicht einfach Wasser ins Grundwasser, also halt nach unten hin absickern lassen. Oder mit der Gülle vermischen. Brauche nur noch ein bisschen Platz. Oh Gott, ein bisschen Platz bräuchte ich nur noch. Ein bisschen Platz nur noch.
Muss ich das jetzt so ein bisschen machen, ist halt nervig, aber nützt nichts. So. Ja, dann sind das halt 19 Uhr. Aber wichtig ist, dass wir die Milch noch wegbekommen. Es ist hier wahrscheinlich wieder neuer Mist dazugekommen, aber egal. Egal, so. Ich sag erstmal 13.000 Liter Milch hier rein. Wahrscheinlich zweimal fahren. Milch, 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 Milch. 1600. Alter Schwede. Ja, dann fahren wir mal einen ganzen Anhänger dahin, ne? Wobei fast ein ganzer. Dann werde ich aber schnell mal den Steier dafür nehmen. Der Stelle. Wir schnell den Steier, weil damit fahren wir ein bisschen schneller. Und dann haben wir noch frische Milch. Aber Freunde, das ist doch schön. Das ist doch schön. So. Mal gucken, haben wir da noch mehr Milch? Oh, 71 nehmen wir noch mit. Wunderbar. Und da geht's los. Hey. Wo hängen wir jetzt denn? Perfekt. Gut, dann fahren wir schnell los. Wir müssen ja wahrscheinlich Richtung Shop, also zum Händler. Da noch ein Stückchen weiter und da ist ja dann auch irgendwo die Milchstation. Und da werden wir das jetzt einfach hinbringen. Es regnet natürlich wunderbar. So, wir könnten natürlich eigentlich mal hier unser Dach zumachen. Hier ja auch. Oh. Jetzt machen wir wieder hoch. Okay. Passt. Dass hier nicht reinregnet, das wäre ja blöd. So, haben wir hier schön mit dem Steier Richtung Verkaufsplatz. Oh. War noch gerettet. Ja, Freunde, also ich bin echt gespannt, weil, wie gesagt, wenn wir in der nächsten, vielleicht nächste, übernächste Folge, können wir dann hoffentlich endlich ernten. Und dann geht es hier auch richtig rund auf dem Hof. Da bin ich echt gespannt. Und dann machen wir natürlich auch das volle Programm mit Schwartlegen, dann Ballen pressen, Ballen einsammeln. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Equipment oder Gerätschaften für besorgen. Dann wollte ich auch ganz gerne diesmal auch mit Kalken und auch vielleicht, wenn ich es schaffe, auch mit Flügen spielen. Auch wenn ich Flügen nicht so gerne mag, aber nützt ja nichts. Damit wir halt so das komplette Konzept, das komplette Paket einmal gemacht haben, da habe ich halt richtig Bock drauf. Das dauert dann natürlich alles ein bisschen länger, ne, gar keine Frage, aber ich glaube, es wird halt insgesamt viel, viel geiler werden dann. Weil dadurch, dass wir dann ja auch, Flügen und Düngen und den ganzen Kram oder Mist und Gülle fahren. Dadurch, haben wir dann natürlich die ganze Palette mitgemacht. Allerdings haben wir natürlich auch das Problem oder die Sache so, dass wir natürlich halt mehr Zeit brauchen, weil das natürlich alles viel, viel länger dauert. Andererseits wird es aber, denke ich mal, viel, viel cooler, weil man halt alles mal gemacht hat. Und wir haben ja die Ressourcen, ne? Also ich meine, wir haben Mist, wir haben Gülle. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, um
damit halt auch zu starten. Das hat man ja sonst so am Anfang ja noch nicht. Aber mittlerweile haben wir ja ganz gut vorbereitet das Ganze. So, und jetzt sind wir tatsächlich auch schon hier beim Milchbetrieb, wo wir jetzt die Milch abgeben können, meine Damen und Herren. Wir laden ab und ich bin gespannt, wie viel wir daraus bekommen. Das geht richtig viel, Mann. Es gibt ja richtig viel. Hier, macht weiter. Sehr nice. Guck mal, 20.000 schon. Kommen wir noch auf die 30? Das wäre gut. Das wäre sehr, sehr, sehr nice. Kommen wir unserem Feld schon wieder ein Stückchen näher, was wir haben wollten. 22.000 für Milch, Alter. Mehr normal, oder? Nicht mehr normal. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, Freunde. Ja, dann fahren wir wieder zurück, ne? 22k für Milch, Mann. Junge, Junge, da geht was. Da geht was. Ja, also entweder kommen wir näher unserem Feld oder wir kommen näher unserem Outsource-Hof für die Schafe. Das wäre halt auch noch so eine Option. Wir schauen mal. Erstmal machen wir gar nichts. Wir behalten erstmal alles, weil wir natürlich ja auch noch die Ernte vor uns haben. Und da brauchen wir natürlich auch noch so das ein oder andere Material. Ich habe übrigens auch noch zwei neue Mods mit reingenommen. Können wir einmal ganz kurz gucken. Und zwar einmal einen großen Grubber gewesen. Wir gucken. Das ist ein großen. Nee, es war, glaube ich, tatsächlich eine Seetechnik. Auch nicht. Ecke. Was denn, Alter? Scheibenegge? Scheibenegge, hier, guck mal. Scheibenegge. Eine Scheibenegge mit Streuwagen. So. Ah, hier sogar mit Reifenpaket, okay. Aber ich weiß nicht genau, was man mit diesem Streuwagen machen kann. Ob man da gleich düngen kann mit. Ja. Nächste Saat vorbereiten. Aber die Frage ist. Gras kann man damit auch grubbern, okay. Weiß nicht. Vielleicht. Doch, die kann man doch auch sehen mit, oder nicht? Kann man doch auch mit sehen. Das müssen wir uns vielleicht nochmal angucken. Das dachte ich, ist eine geile Kombi. Vielleicht, die hatte ich nämlich irgendwo mal gesehen, aber mal gucken, wie das wird. Ich meine, wir haben ja unsere Direkt-Saat-Geschichte, ne? Also mit unserem Grubber und gleich anpflanzen wieder. Das finde ich partout eigentlich ein geiler, weil man sich dann halt, ja, zwei Arbeitsschritte in einem machen kann. Aber, ja, man kann natürlich auch grubbern und dann ansehen. Ich hätte natürlich auch noch mal Bock auf so eine Scheibenegge mit so einem. Ah, ich muss da nochmal gucken. Vielleicht suche ich da nochmal was raus, was wir vielleicht nochmal eintauschen, was auch ganz geil wäre. Mal gucken. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir hier vielleicht kleinere Maschinen eher nutzen sollten oder eher auch ein bisschen größere. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier so ein Feld mit so einer kleinen Kreiselegge oder Scheibenegge und einem kleinen Dings machen, da sind wir ja ewig beschäftigt, ne? Ich finde, das wäre dann wieder, ja, ich weiß nicht. Müssen wir mal schauen, Freunde. Gut, aber wir haben es schon wieder geschafft, Freunde. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben von dir freuen.
Ja, schaltet gerne auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es weitergeht hier auf dem Kanal. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch einen Kommentar da lassen würdet. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht, auf dem Kanal jeden Tag 19 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.